Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Spielebude, meine Lieben. Ich habe heute was vorbereitet hier und wir machen dementsprechend ja, ein kleines Unboxing fertig heute. Und zwar möchte ich euch einmal zeigen, was hält eigentlich die Targaryen Starterbox von A Song of Ice and Fire für euch bereit. Ich bereite euch schon mal ein bisschen vor. Es handelt sich um eine dicke, fette Kavallerie-Armee, passend zu den Targaryens bzw. zu den Dothraki. Was mich als Riesenfan der Dothraki ein bisschen ärgert, weil ich Targaryen eher nicht so super cool finde. Aber hier bekommt ihr ein dickes Set voll mit super coolen Miniaturen der Dothraki und natürlich auch mit Daenerys Targaryen mit am Start, die dann eher, ohne spoilern zu wollen, auf der politischen Ebene unterwegs ist. Und wir machen jetzt gleich die Box hier auf. An dieser Stelle kommt allerdings erstmal das YouTube-Intro. So, und jetzt kann ich auch hier einmal in den Chat gucken. Es gibt irgendwo eine Rückkopplung, es fiept, das Mikro brummt. Eieiei, dann mache ich vielleicht gleich die Anmoderation nochmal. Brummt das permanent, egal ob ich was sage oder nicht. Ich habe das heute mal den Empfänger an Strom gerade angeschlossen. Dann lass uns doch mal gucken, wenn ich das hier mache. Brummt es immer noch? Also jetzt auch noch? Nein, okay. Dann lag es daran, dass ich nebenbei versucht habe, den Empfänger vom Mikrofon aufzuladen. Dann müssen wir mal hoffen, dass das so gut geht, muss ich tatsächlich sagen. Und ich mache einmal für Dennis eine Klatschmarke, dann machen wir nämlich jetzt nochmal eine zweite Anmoderation und dann erkläre ich euch alles, was heute so passieren wird. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Spielebude, meine Lieben. Wir machen heute ein kleines Unboxing und zwar zum Targaryen Starter von A Song of Ice and Fire. Ich bin ein Riesenfan von Kavallerie. In der Box bekommt ihr einen Sack voll mit Kavallerie, beziehungsweise im Grunde genommen nur Kavallerie. Was ich ein sehr, sehr cooles Ding finde. Wir gucken uns die Box aber gleich mal genauer zusammen an. So, jetzt haben wir die Intro-Marke auch für Dennis. An der Stelle natürlich einmal Moin an alle in den Chat. Ihr seht schon, hier ist noch nicht wärmer, kühler geworden, leider. Und auch wenn ich im Keller sitze, ist hier ordentlich Temperatur dahinter. Also, solltet ihr mein Klatschen heute hier und da mal vernehmen, ist das darum, damit wir auf YouTube schönen Schnittmarken setzen können nachher, damit das Ganze aus der Dose genauso schön aussieht wie hier im Livestream. Dementsprechend werde ich natürlich auch nicht immer mit euch als Chat interagieren können, auch wenn ich das echt gerne mache. Muss ich natürlich gucken, dass das Ganze auch nachher aus der Dose vernünftig aussieht. Nachdem die Box gleich unboxed haben, haben wir da auch noch 16 Reiter drin, die habe ich schon grundiert. Und die werden wir danach auch noch schön arünsche die Pferde bemalen. Dennis hat nämlich gar keine Lust auf die Pferde. So, ich glaube allerdings, damit ist im Voraus alles gesagt. Ich wünsche euch Live-Chat ganz, ganz viel Spaß hier heute beim Zugucken. Und ja, ich hoffe, euch gefällt der Inhalt der Box genauso gut wie mir. Guten Tag, Lars, an der Stelle nochmal. Und natürlich auch alle anderen, die ich jetzt nicht persönlich gegrüßt habe. Nur Lars kam jetzt gerade noch zu so ein bisschen nachgedröppelt. Gut. Ja. Vielen Dank, Lars. Geil. Okay. Gut. Wir haben den Starter hier vor uns. Wir haben den Starter, wie ich ja gerade schon so ein bisschen angeteasert hatte, vollgepackt mit Kavallerie. Und ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht viel zu lange. Ich mache die Box jetzt auf. Wundert euch nicht, die Box wird nicht zum ersten Mal aufgemacht. Ich habe die Figuren, die da drin sind, teilweise schon grundiert, weil wir gleich noch ein Rünsche malen werden. Und dann mache ich dem Dennis die Pferde schon mal schön. Und natürlich auch schön mit ein bisschen Variation, allerdings als Speedpainting. Der ein oder andere kann da vielleicht mal gucken, ob er für sich da was bei hat, wenn er auch die Dothraki starten will oder auch für die anderen Song of Ice and Fire Fraktionen oder generell historische Systeme, ist da natürlich schön was dabei. Gut, ich würde sagen, wir switchen hier einmal. So, welche gebe ich euch jetzt? Die hier. Und da haben wir einmal das Schätzchen der Box.
Ich drehe das Ding einmal um. Wir haben hier natürlich wieder eine genaue Zusammensetzung dessen, was da drin ist, wie man es von Cool Mini im Grunde genommen ja kennt. Wir haben einmal 8 Schreier der Dothraki drin, beziehungsweise Screamer. Aber da gebe ich euch nochmal gerade. So, guck mal. Die Kamera, dann könnt ihr da auch ein bisschen mehr von sehen. So, wir haben natürlich 8 Screamer hier drin, 4 Vorreiter, 4 Veteranen. Schon mal ein sehr schönes Setup. Allerdings, was ihr gerade nicht seht, so. Hier oben haben wir nämlich Joramorm und auch noch mit am Start, finde ich sehr cool. Khal Drogo natürlich, der ist einfach eine Bank, wenn man sich die Dothraki anguckt, auf die man setzen muss. Dann haben wir Daenerys Targaryen mit am Start. Die wird eher als politischer Charakter in dem Set interagieren, könnte ich mir vorstellen. Und natürlich auch Illyrio Mopatis, auch der wird wahrscheinlich eher auf der politischen Ebene interagieren. Wenn wir jetzt gleich die Box einmal aufmachen, werdet ihr vielleicht auch sehen, wieso ich das denke. So. Und da haben wir die Box mal und legen mal los hier. Natürlich erstmal Version des Regelwerks 1.6 steht hier unten übrigens extra drauf. Ja, kennt man, würde ich so erstmal sagen. Dann haben wir natürlich hier wieder schön Stanzbögen mit allen nötigen Markern, die wir im Grunde genommen zum Spielen benötigen. So, lass uns doch mal gucken, dass wir hier die Stanzbögen einmal aufreißen. Marker sind ja immer ein schönes Ding. So, und dann haben wir natürlich auch hier wieder eine Ebene der politischen Interaktion mit drin. Kennen wir ja aus der aus der Stark vs. Lannister Startbox schon. Und natürlich, jede Startbox ist so ausgestattet, dass wir vollständig damit spielen können und direkt, da sind die Karten schon flöten gegangen. Jede Startbox ist so ausgestattet, dass ihr direkt damit spielen könnt. Natürlich, das heißt, ihr habt hier alle notwendigen Marker zum Spielen drin. Inklusive übrigens, da trenne ich die ersten Marker schon raus. Inklusive übrigens Messeinheit, was ich sehr schön finde. Jeweils immer in der thematisch passenden Farbe. So, und da machen wir nochmal. Das ist die falsche. Hier den Wechsel hin. Hier seht ihr schön Targaryen. Ich hoffe, ihr seht es. Meine Hände sehen übrigens so aus, weil ich gerade grundiert habe. Ihr habt hier schön Targaryen-Symbole drauf. Das Ganze auch passend in der Farbe gehalten. Sehr schönes Ding. Ist einfach eine runde Sache. Dann packen wir mal einmal die ganzen Markerbögen hier weg und kommen so ein bisschen zu den Karten. Beziehungsweise haben wir hier noch ein sehr schönes Ding drin. Das hat jeder Song of Ice and Fire Starter. Und zwar Würfel, jeder von den kleinen Startern. Entschuldigt, der große Starter hat es nicht. Und zwar Würfel des jeweiligen Hauses haben die mit dabei, wo das Haussymbol mit aufgedruckt ist. Bei Baratheon dann logischerweise zum Beispiel auch in Gelb und Schwarz gehalten. Jetzt bei Targaryen in Schwarz und Rot. Schönes Ding. Dann haben wir natürlich einmal die kompletten Stat-Karten, die wir zum Spielen, die wir zum Spielen benötigen. Inklusive der verschiedenen Deckkarten und noch Missionsziele und so weiter. So. Dann haben wir hier noch, auch noch mal Zielkarten, die sind noch verpackt, bleiben sie auch erstmal noch. Und natürlich die kompletten Einheitenkarten einmal für die verschiedenen Units. Ich werde mich bemaltechnisch auch nachher ein bisschen daran orientieren. Das heißt, ich werde versuchen, die Pferde natürlich auch schön bunt zu machen. Gut, damit haben wir aber den obersten Teil hier einmal abgefrühstückt. Und ich gucke hier mal einmal in den Chat. Die Drachen gibt es aktuell noch nicht. Die Drachen kann man aber... So, guck mal, stellen wir mal so wieder um. Die Drachen gibt es aktuell noch nicht, beziehungsweise ich glaube, in Englisch sind die jetzt gerade rausgekommen. Nicht in ihrer gänzlichen riesigen Form, sondern in dieser kleinen Version, wo die auch in der Serie zum Beispiel schon erste Schafe und sowas gefangen haben. Und dann kommen die mit Daenerys zusammen als Box raus. Im Deutschen kommen sie auf jeden Fall noch. Im Englischen, ich bin mir nicht sicher, ob sie angekündigt wurden oder ob sie schon raus sind.
Aber definitiv werden die früher oder später auch für das A Song of Ice and Fire Tabletop spielbar sein. So. Da machen wir einmal weiter. Und ja, genau, jetzt habe ich wieder hier vollkommen die falsche Kamera. Kommt zu den ersten Einheiten. Wie gerade schon angekündigt, ich habe da schon ein bisschen Farbe drauf gebracht. Ich habe aber versucht, die so wieder zurückzustellen, dass die in denselben Units sind. Und ihr seht jetzt schon, ich habe hier unterschiedliche Farben schon drauf. Um euch einmal die Originalfarbe zu zeigen, wie das Ganze kommt, habe ich natürlich ein paar Figürchen noch. So, dann packen wir das Ganze hier einmal weg. Und der Karton ist leer. Ich habe einen riesen Sack von Figuren hier jetzt gerade stehen. Die gehen wir jetzt einmal zusammen durch. Das ist nämlich der richtig schicke Teil. So, natürlich haben wir wieder Baseplates für alle Modelle dabei. Inklusive übrigens eine Baseplate für, ich bin mir nicht sicher, ob es für Drogo oder für Mormont ist, aber die ist auf jeden Fall für einen einzelnen Charakter. Und da haben wir auch einmal, kann ich euch einmal schön die Originalfarbe zeigen, in der das Ganze kommt. So, ist ein echt schönes, tatsächlich dunkles Rot. Und das ist das Modell von Khal Drogo. Der verdient Einzelarbeit. Super schickes Modell, was ich sehr, sehr cool fand direkt. Als Fan dieser Welt ist, dass Khal Drogo direkt mit einem riesigen Zopf dahergekommen ist. Weil wer sich mit der Kultur der Dothraki ein bisschen befasst hat, weiß, jedes Mal, wenn ein Kampf verloren wird, müssen die Männer sich den Zopf abschneiden. Und da Drogo quasi nie einen Kampf verliert, hat er einen riesig langen Zopf. Super hübsches Modell an der Stelle übrigens. Bin ich persönlich sehr, sehr begeistert von. So, dann haben wir hier, jetzt muss ich einmal kurz auf den Karten ein bisschen spicken, damit ich die Einheiten nicht falsch benenne. Weil wir haben ja jetzt hier drei verschiedene Einheiten. Ich glaube, am einfachsten sind erstmal die Vorreiter. Die Vorreiter haben nämlich alle schönen Bögen mit am Start. Hoppala, die kommen mal hier einmal zur Seite. Das sind wahrscheinlich die Veteranen, die ich jetzt gerade zur Seite geschoben habe. So, die Vorreiter haben hier einmal schön Bögen am Start. Ich gebe euch einmal ein helleres Modell, da kann man es vielleicht noch einen Tacken besser sehen. Sind echt schöne Modelle. Ihr habt pro Kavallerie Base 4 verschiedene Modelle. Das heißt, ihr braucht euch auch da keine Gedanken machen, um ehrlich zu sein, dass da irgendwie eine Doppelung oder so ist. Und das Ganze nachher nicht schön aussieht. Weil die sind alle auch genau wie Dennis und ich das ja schon bei dem ersten Starter gesagt hatten, so schön neutral gehalten, dass es auch kein Problem ist, davon mal eine Einheit oder zwei nebeneinander stehen zu haben. Oder neutral. Also die Posen sind so normal gehalten und unspektakulär, dass bei zwei gleichen Einheiten nebeneinander trotzdem nicht auffällt, dass da jetzt nicht 20 verschiedene Modelle stehen. Die sind aber gleichzeitig, finde ich, spektakulär genug gehalten, damit man die Einheiten richtig schön bemalen kann und das ganze Ding nachher auf dem Tisch richtig, richtig schick aussieht. So, ja, den letzten Bogenschützen haben wir hier noch einmal am Start, also den Vorreiter. Natürlich alles Männer mit langen Zöpfen. Wie gesagt, kurzer Zopf heißt immer Kampf verloren, also nicht so geil. Und dann haben wir 8 Schreier hier ja noch drin. So, die haben wir einmal alle mit einem schönen Messerchen oder Schwert ausgestattet. Der kommt einmal beiseite hier. So, hier, so sieht das übrigens aus. Cool Mini liefert das Ganze natürlich wieder in einer Top-Transportbox im Grunde genommen. Das heißt, wenn ihr das ganze Ding mal wegpacken wollt oder so, ihr könnt es einfach wieder zurück in die Originalbox packen und braucht euch keine Gedanken machen, dass eure Figuren kaputt gehen oder sowas, weil hier wirklich die Sachen spack drin sitzen und hier on top, deswegen hat es auch gerade ein bisschen geraschelt, auch noch ein passendes Inlay ist, damit die Figuren nicht kaputt gehen können. Jetzt haben wir es.
So, hier, die braune Grundierung finde ich persönlich gerade zum Zeigen tatsächlich eine ganze Nummer besser. Und da seht ihr schon, die Dothraki sind halt einfach eine ein bisschen barbarischere Fraktion. Ne? Haben hier die Schädel auch runterhängen und sind alle eher, logischerweise, da sie aus der Savanne und Steppe kommen, leichter bekleidet, als man das von den anderen Einheiten des Song of Ice and Fire Universums vielleicht kennt. Weil ich glaube, selbst in Dorne haben wir mächtigere Rüstungen als bei den Dothraki, die nämlich einfach gar keine tragen. Auch konsequent, ne? So, da haben wir noch mal ein paar von den guten Jungs hier. Die Grundierung ist jetzt übrigens ungefähr 50-50 aufgeteilt, für alle fürs Bemalvideo gleich schon mal, um eine möglichst schöne, neutrale Basis für alles zu haben. Und auch hier wieder Schädel mit am Start. Gut, da sind wir, die Dothraki-Reiter haben wir alle einmal hier. Stehen jetzt alle auch schön aufgebaut. Guck mal, ich nehme euch mal einmal. So, da sieht man sie alle. Das ist quasi die komplette Kavallerie. Das ist quasi die komplette Kavallerie, abgesehen von Jorah Mormont, den wir hier noch am Start haben. Der hat auch eine schwarze Grundierung bekommen, weil sein Pferd eher dunkler ist. Da gucken wir mal, was wir gleich daraus machen. Dann möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, zu guter Letzt noch die beiden zivilen Charaktere, die wir dabei haben. Und zwar haben wir da einmal Daenerys Targaryen. Also guck mal, die können wir euch auch mal... So, da kann man sie auch mal richtig begutachten. Ist, finde ich, ein echt schönes Modell geworden. Und strahlt vor allem gut diesen ungebrochenen Herrscher-Flair aus, den die Targaryens ja die ganze Zeit über hatten. Und dann haben wir natürlich auch den... Ja, da haben wir es. Den anderen Charakter noch mit am Start. Schön die Plauze hier raushängen lassen in seinem Gewand. Schick! Jedes Modell in der Box gefällt mir echt gut. Wo wir gerade in der Close-Up-Scene sind, kann ich euch auch Drogo... Drogo noch mal näher zeigen. So, da haben wir es. So, einfach ein wunderschönes Modell in meinen Augen. Aber ich bin auch ein Riesenfan der Dothraki. Haus Targaryen gehört jetzt weniger zu meinen Favoriten. Aber die Dothraki, finde ich, sind echt eine coole Nummer. So, und wir stellen mal wieder auf die Kamera um. Ihr habt jetzt alles gesehen, was die Box so in sich hatte quasi. Ich werde jetzt nicht jede Karte mit euch einzeln durchgehen. Ich glaube, das ist ein Step zu viel. Ich hoffe aber, ihr konntet euch so einen kleinen Eindruck machen. Was wir an der Stelle noch mal kurz überfliegen hier, ist, was denn punktetechnisch so in der Box drin ist. Und zwar haben wir da einmal die Veteranen der Dothraki für 10 Punkte. Dann haben wir zwei Einheiten Schreier für jeweils 6 Punkte. Dann sind wir bei 22 schon. Und eine Einheit Vorreiter, dann sind wir bei 28. Da ist noch kein Held mit dabei. Das heißt, auch hier wieder habt ihr locker flockig eine kleine Streitmacht direkt fertig aus der Box, in der ihr sogar Variationsmöglichkeiten drin habt. Das heißt, auch da wieder, Cool Mini hat im Grunde genommen für alles gesorgt, was ihr braucht, um erstmal in das Spiel reinzufinden. Und dann kann man nachher in Ruhe weitergucken, nachdem man ein paar Spiele erstmal gemacht hat. Top-Set, alles fertig zusammen direkt. Ich wüsste nicht, wo man sich da drüber beschweren sollte. Wie gesagt, auch die Miniaturen gefallen mir sehr, sehr gut tatsächlich. Ich finde es schön, dass die Dothraki-Pferde so riesig sind. Ich hatte jetzt selber bisher nur die Baratheon-Starter zu Hause. Ich weiß nicht, wie groß die Stark-Pferde sind. Aber die Dothraki-Pferde kamen mir schon im Maßstab sehr, sehr passend vor. Und ich finde, häufig werden die Pferde nur mal zu klein gemacht. Sehr, sehr cooles Ding an der Box. Gut. Im Grunde genommen habe ich an der Stelle zur Box alles gesagt, was ich zu sagen hätte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Unboxing und solltet ihr noch Lust haben, ein Ründchen zu stöbern, wird mit Sicherheit das Bemalvideo passend dazu auch relativ fix auf dem Channel da sein.
Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal immer fein weitermoschen.